40 Millionen Euro investiert die Voestalpine in eine neue Schmiedeanlage. 37 Millionen investiert Bankel in eine neue Fertigungshalle. Bei Böhler denkt man gar über ein neues Stahlwerk um 300 Millionen nach. Bei der HTL Kapfenberg entsteht ein neuer Luftfahrtschwerpunkt und die FH bietet im kommenden Jahr mit Industrie 4.0 einen neuen Studienlehrgang an. Wir sprechen hier von Investitionen an einem der weltweit attraktivsten Standorte der Metallindustrie. Kapfenberg und die umliegende Region Hochsteiermark ist das metallurgische Kompetenzzentrum Europas. Keine andere Industrieregion, ausgenommen die Billiglohnoasen in Asien, weist derzeit Zuwächse wie die Böhlerstadt aus. Hier ist Hightech kein leeres Schlagwort, sondern das tägliche Brot tausender Arbeitskräfte. Arbeitskräfte, die längst zu den bestausgebildetsten Metallurgen zählen. Früh hat man in der Region erkannt, nur durch Bildung kommt der Wohlstand. Eine HTL und eine Fachhochschule im direkten Umkreis, die weltweit bekannte Montanuniversität quasi in Rufweite. Der Nachwuchs von Spezialisten ist gesichert. Natürlich ist die Industrie bestens informiert, was sich in dieser Region tut. Die Industrie weiß, dass es hier gute Arbeitskräfte gibt. Die Industrie weiß, dass es hier gute Ausbildungsplätze gibt, sodass ich überzeugt bin. Und wir spüren es auch bei den Anfragen, dass es natürlich mit diesen Investitionen unserer Leitbetriebe zu weiteren Tätigkeiten oder Ansiedelungen in Kapfenberg kommen wird. Einer dieser Leitbetriebe ist Bankel. Der Rennsport- und Luftfahrtspezialist beschäftigt derzeit rund 1.500 Mitarbeiter, 800 an den Standorten in der Obersteiermark. 100 Millionen Euro wurden in den letzten Jahren investiert. Hier werden demnächst 70 neue Mitarbeiter Arbeit bekommen. Innerhalb von nur wenigen Monaten stellte der Weltmarktführer eine neue Fertigungshalle auf die grüne Wiese. Der Markt drängt auf die Produkte. Das Tempo liegt den Kapfenbergern im Blut. Ja, wir haben die zweite Ausbaustufe, die eigentlich erst in 2018 geplant war, jetzt schon nach 2017 vorziehen müssen, weil der Bedarf nach unseren Komponenten einfach derartig groß ist. Und wir gehen jetzt davon aus, dass wir im Februar mit der Produktion von Einfahrteilen beginnen und dass spätestens im August, September die Serienproduktion startet. Und dann wird sich hier Industrie 4.0 in Reinkultur abspielen. 160.000 Getriebeteile jährlich. Der Facharbeiter wird zum Operator. Manuelle Schwerarbeit wird die Ausnahme bilden. Es entstehen andere Arbeitsplätze, sehr hochwertige Arbeitsplätze. Und wenn wir technologisch vorn sind und innovativ bleiben, dann machen wir trotz Digitalisierung und Industrie 4.0 überhaupt keine Sorge um die Arbeitsplätze. Ganz im Gegenteil. 14.000 Arbeitsplätze gibt es derzeit in Kapfenberg, das übrigens die höchste Exportquote Österreichs für sich beansprucht. Für 2017 sind Unternehmensinvestitionen von unglaublichen 400 Millionen Euro geplant. Tatsächlich ist es in der Stadt unheimlich, was derzeit an Investitionstätigkeiten erfolgt, aber auch auf dem Sektor der Bildung sehr viele, hätte ich gesagt, neue Impulse, die gesetzt werden, sodass ich tatsächlich sage, in 20 Jahren wird man es vermutlich erkennen, diese Zeit war eine Zeit der Hochblüte. Derzeit sind es 12 Weltmarktführer, die mit ihrem Innovationstrieb und der damit verbundenen Investitionsbereitschaft für einen nie dagewesenen Aufschwung sorgen. Voest, Bankel, Böhlerit, die BHDD oder wie sie auch alle heißen mögen, bilden Synergien, die die kleineren Unternehmen mitziehen. Und die wiederum agieren äußerst erfolgreich in den Marktnischen, die die großen Player nicht abdecken. Die Erfolgsspirale dreht sich. Definitiv. Es bildet sich immer mehr ein Kompetenzzentrum aus. Wir haben auch Synergien mit, wie Sie gerade angesprochen haben, mit unseren Nachbarn. Es bewegt sich viel. Schlagwort additive Fertigung, sprich 3D-Druck ist ein Schlagwort. Es gibt da Synergien und man spürt definitiv einen positiven Effekt. Also für die Region, ich empfinde es als Angestellter, als einen positiven Impuls und einfach ein innovativer Schritt Richtung Zukunft. Die Stadt selbst tut natürlich alles, um den Drive zu erhalten. Schon vor Jahren wurde eine eigene Stabstelle gegründet, um die Unternehmen bestmöglich zu unterstützen. Und die Weitsicht macht sich bezahlt. Selten genug gibt's lobende Worte für die Politik. Hier bietet Kapfenberg auch wirklich Industriebetrieben etwas an. Wir sind hier sehr, sehr herzlich aufgenommen worden.
Uns wurden Hürden aus dem Weg geräumt. Man hat uns hier freudig empfangen als deutsches Unternehmen und dafür bin ich sehr, sehr dankbar. Es kommt daher, dass die Stadt weiß, woher der Wohlstand kommt. Das ist die Industrie und hier wirkliche Serviceleistung bietet. Durch das abgestimmte Zusammenspiel von Politik, Wirtschaft und Bildung ist es in den vergangenen 20 Jahren gelungen, Kapfenberg zu einer Modellregion zu machen. Wer heute noch von der verstaatlichten oder gar einer Krisenregion spricht, der hat sich wohl in der Zeit oder im Ort kräftig vertan. Denn hier in Kapfenberg regiert seit einigen Jahren der Geistesblitz. Und das nicht nur an der Autobahn.